diese Spirale möchte der Mondkalender wirklich unterbrechen und möchte hier was ganz Neues schaffen, den Menschen zeigen, ich bin selbst das Licht und habe in jedem Moment die Möglichkeit, mich aus diesem Licht vollkommen neu zu erschaffen. Und es braucht tatsächlich, und das ist kein blödsinniger Werbeslogan, es ist so, nur einen Finger pro Tag bewusst und in Liebe zum Organ umfasst. Herzlich willkommen, Frau Loretti. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind für das Interview. Ja, schön. Wir wollen ja über den Mondkalender sprechen, den Sie jedes Jahr sozusagen neu rausbringen. Jetzt erscheint der 2025er, lieferbar am 30.05. Und es geht ja in dem Mondkalender nicht darum, wie wir uns die Haare oder wann wir uns die Haare am besten schneiden oder den Garten bereiten, sondern es geht ja um das Thema Gesundheit. Das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Mögen Sie uns einmal erzählen, welche persönliche Geschichte dahinter steht? Ja, also in Wahrheit wollte ich noch sagen, geht es um alles. Also wenn man das, was ich eben mit diesem Mondkalender den Menschen bringe, verstehe, dann kann man auch verstehen, warum er Blumenzwiebeln pflanzt oder warum er die Haare wäscht. Der Unterschied zu den anderen Mondkalendern ist, man versteht auch warum. Und das ist der entscheidende Unterschied. Weil es geht schlussendlich darum zu verstehen, wer bin ich im Kontext Mond, Kosmos, Sonne, ja. Und ja, meine persönliche Geschichte, die begann, es hatte am Anfang gar nichts mit dem Mond zu tun. Und ehrlich gesagt, wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, Irene, du schreibst über den Mond oder du schreibst Bücher über den Mond, da hätte ich gesagt, nie und nimmer. Es gibt die Mondkalender und es gibt, oder du schreibst mal ein Buch über den Cold, da hätte ich auch gesagt, nie und nimmer. Das hat mich immer geärgert, dass es so viele Bücher gibt, wo der Name Cold drin vorkommt und dann liest man das Buch. Und dann gibt es gar keinen Cold. Ja, also was war meine persönliche Geschichte? Ich war auf der Suche nach dem Schlüssel zu vollkommener Gesundheit. Und zwar aus persönlicher, sagen wir mal, Geschichte. Mir ging es sehr schlecht gesundheitlich. Also so schlecht, dass ich wirklich, ja, mir waren im Grunde ein paar Wochen noch zu leben gegeben. Also ich hatte wirklich Angst, auch dass mir meine Tochter, dass ich mich nicht mehr um meine Tochter kümmern kann, weil es mir so schlecht ging. Ich konnte nur nicht mal mehr aus dem Bett aufstehen. Und das war sozusagen meine letzte Chance, hier etwas zu finden, den Schlüssel zu vollkommener Gesundheit. Ich hatte über Jahre schon die allerunterschiedlichsten Heilmethoden studiert. Jin-Jin-Jitsu natürlich auf dem basiert, der Mondkalender, aber auch Ayurveda, Yoga, also Fußreflexzone, die ganzen Reflexzonen, das ganze Programm durch. Und immer ist es so, man kann sich immer helfen. Aber man kommt immer wieder mit all diesen Theorien und mit all diesen, wie auch immer man es nennt, an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und diesen Punkt wusste ich, es gibt einen Schlüssel, ich spürte das, der über diesen Punkt rübergeht, der einfach wirklich der Schlüssel zu vollkommener Gesundheit ist, dass es einem dann wirklich wahrhaft und von innen und nachhaltig und immer vollkommen gut geht, dass man einfach wirklich vom Kern aus gesund ist. Und es war dieses vage Wissen, dass es so etwas gibt. Und das war meine Suche. Ja, und schlussendlich, es war ganz interessant, weil mein Leben war immer sehr intuitiv. Ich hatte damals gespürt, ich war damals in einer schlimmen Scheidungsphase, war dann alleine sozusagen auf der Straße mit meiner kleinen Tochter. Und ich wollte einfach nur noch weg. Ja, ich spürte, ich muss weg aus Deutschland erstmal. Und ich hatte ein Buch gelesen über die Kahuna-Medizin, das sind die alten Weisen in Hawaii. Und irgendwas zog mich nach Hawaii. Und meine Mutter, die war auch immer sehr abenteuerlustig, die war mit mir, meiner Schwester und meiner Tochter, also wir vier Frauen, schon im Jahr 2004 mal nach Hawaii gereist. Und dann kam bei mir der Wunsch auf, dort ein Jahr zu leben mit meiner Tochter. Und dann hatte ich das ganze Visumprogramm. Ich musste natürlich dann dort für das Visum eine Massageschule machen. Also irgendeinen Grund haben halt. Und das ist ja immer eine ziemliche Aktion. Und dann geschah etwas eben in Deutschland, was mir wirklich alle Kraft nahm. Also ich war so schwach, dass ich eigentlich nicht mehr fliegen konnte. Und es war dann so, dass ich am Flughafen tatsächlich bis zum letzten Moment am Tropf im Flughafenkrankenhaus war und mit dem Auto zum Flugzeug gebracht werden musste. Also ich war so schwach. Aber ich sagte mir, ich mache diese Reise, weil ich spürte, etwas wird geschehen, beziehungsweise ich werde diesen Schlüssel finden. Anders geht's gar nicht. Oder ich sterbe sozusagen. Also ich habe mich wirklich hingegeben an dieses entweder
alles oder nichts. Das war es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich kam an in Hawaii, in Maui, und meine Tochter ging da zur Schule, und ich versuchte diese Massageschule zu machen, die ich ja machen musste. Und weil ich so schwach war, konnte ich natürlich nicht massieren. Körperlich war es mir zu anstrengend. Ich musste es aber für das Visum. Und was ich dann tat, war, es ist ja wie so oft im Leben, es kommt dann durch so ein Notding, kommt man dann zu dem, was man eigentlich sucht. Ich spürte ganz lang, fühlte ich die Pulse immer bei meinen Kunden, bei meinen Clients, wie man im Englischen sagt. Das hatte ich ja gelernt, das ist dieses tibetische Pulse fühlen, wo man die Energieströme im Körper erspüren kann, wo man genau hören kann, fühlen kann, wo gibt es Blockaden. Da hört man ja sogar die Zukunft. Also es gibt Menschen, aber nur ganz wenige in Tibet, die können auf 30 Jahre den genauen Zeitpunkt des Todes so voraussagen, auf die Minute genau. Oder die können sagen, ob jemand im Umfeld irgendwo einen schlechten Gedanken gegen dich hegt. Ich will damit nur sagen, ich war nie auf dieser Stufe des Pulsefühlens, aber ich will damit nur sagen, man hört und fühlt mit diesem Pulsefühlen weit über alles Medizinische hinaus. Und das tat ich also. Ich fühlte diese Pulse ganz intensiv, wie ich es nie getan hatte, bei jedem Einzelnen. Ich hatte ja einen Kunden nach dem anderen. Und dann geschah was ganz Interessantes. Ich nutzte ja damals schon diese Mondkalender, die kamen ja in Deutschland auf. Wusste also immer, wo der Mond stand, und wusste natürlich durch meine Ausbildung im Jin-Jin-Jitsu, in den Heilkünsten, die Zuordnung zu den Organen. Das wusste ich. Das war mein Basiswissen. Und dann spürte ich ganz seltsam alle Pulse, egal welches Alter der Menschheit, welche Krankheit, welcher Zustand, streben immer in jedem Moment nach der Einheit mit der Tages vom Mond vorgegebenen Schwingung. Und das war, als ich das merkte, ich wollte es erst gar nicht wahrhaben, aber ich dachte, das ist ja unglaublich, wenn das so ist, wenn es diese Harmonie mit dem Mond bedeutet, das ist die vollkommene Gesundheit, dann ist das der Schlüssel, nach dem ich suchte. Und dann geschah auch etwas ganz Interessantes. Es ist ja oft so, dass wir sind ja im Grunde alle eine Einheitsseele, ja. Und unterschiedliche Menschen spielen unterschiedliche, sagen wir mal, Parts in dieser Einheitsseele. Und ich kam nach Hause, meine Tochter war 7 Jahre, und logischerweise kannte die sich mit diesen Sachen nicht aus. Intellektuell meine ich. Ich komme nach Hause, und da sagt meine Tochter: Mama, strömst du eigentlich nach dem Mond? Das war an dem Tag, als ich das mit den Pulsen entdeckt hatte. Und das war unglaublich, weil ich wusste, wow, ich habe diesen Schlüssel gefunden, und ich wusste aber natürlich noch nicht das Wie und Warum. Und dann begann es. Ja, ich habe von dem Tag an Mond geströmt, und ich bin so schnell dann wirklich, habe ich mich wieder hinbekommen, mein Körper regelrecht regeneriert in Kürze. Und dann fing ich auch sofort parallel an zu schreiben. Es kam mir praktisch durch die Hände dann praktisch dieses Wissen. Und ich habe dann 3 Jahre geschrieben, so wie man halt normalerweise ein Buch schreibt. Man hat das Wissen und das schreibt man auf. Und dann geschah wieder etwas ganz Interessantes. Mittlerweile, das war wie gesagt, dann 3 Jahre hatte ich geschrieben, hatte ich eigentlich theoretisch das Buch fertig, also mein Hauptbuch spreche ich jetzt, Der Mond und der Kosmos gehört Schöpfung, auf dem ja der Mondkalender, also aus dem der Mondkalender hervorging, ja, der besondere Mondkalender, auch wenn er einzeln natürlich nutzbar ist. Und dann lebte ich mittlerweile mit meiner Tochter in England, und ich hatte also 3 Jahre geschrieben, und eigentlich war es jetzt soweit, dieses Buch soll jetzt verlegt werden. Und ich hatte auch einen Verleger und alles schon, theoretisch. Und das war 2011 im Oktober, begann plötzlich. Ich spürte irgendwie so ein diffuses Gefühl, etwas fehlt. Ich konnte aber nicht sagen bei dem Buch, was fehlte, weil eigentlich war alles da. Und dann im Oktober 2011 begann plötzlich mein Herz zu rasen wie wahnsinnig. Es wurde immer extremer, und das steigerte sich über 3 Monate so stark, dass ich wirklich eigentlich gar nicht mehr hätte leben können. Und dann geschah dieses wirklich alles verändernde Ereignis zwischen 2011 und 2012, also zwischen den Jahren. Da hatte ich nachts eine Nahtodeserfahrung, also ich starb. Ich spürte wirklich, ich sterbe. Ich habe nochmal zu meiner Tochter gesagt, ruf einen Krankenwagen, ich habe einen Herzinfarkt oder irgendwas. Und dann wurde ich aus dem Körper gezogen und kam vor dieses Portal und wollte durchgehen und wurde im selben Moment zurückgezogen an Ballons, an Schnüren, die an meinem rechten Handgelenk befestigt waren. Und ich wusste in dem Moment,
Das sind Projekte, Buchprojekte, die ich noch schreiben, deswegen am rechten Handgelenk und in die Welt, deswegen Luftballons lassen soll. Und ich war wieder in meinem Körper und das Herzrasen war weg und kam auch nie mehr wieder. Und 3 Tage später setze ich mich an meinen Schreibtisch und dann habe ich wirklich Schritt für Schritt diesen Schöpfungscode, der Mond und der Kosmoscode der Schöpfung, wirklich übermittelt bekommen. Also auf eine Art und Weise, dass mir zum Beispiel das Johannesevangelium, ich hatte nie eine Bibel, ich war auch nie in der Kirche, nie in dieser Hinsicht, wirklich nachts eingehämmert wurde, aber übersetzt auf den Körper, auf die Organströme. Und da merkte ich dann erstmal, aber das war ein langsamer, schwerfälliger Prozess, weil ich stemmte mich so gegen das, was ich da erhielt, weil ich es ja gar nicht verstand am Anfang, dass ich hier, und dann wurde mir auch gesagt, es muss heißen, der Mond und der kosmische Köder der Schöpfung, genau, ich kann es ja mal kurz zeigen, wie es aussieht, dieser Titel muss genau so sein, ja, der Mond und der kosmische Köder der Schöpfung. Und ja, so bekam ich dann also dieses Wissen Schritt für Schritt. Und was ist jetzt das Besondere, um jetzt nicht zu weit aufzuholen, weil da kommen wir dann noch gleich zum Mondkalender, das Besondere, was mir da übermittelt wurde und was tatsächlich, es ist so noch niemals so erkannt worden war. Und das Interessante ist, dass Omar Mikhail Ivanov ist ein be bekannter Weisheitslehrer. Vielleicht kennen Sie ihn von der Weißen Bruderschaft. Im letzten Jahrhundert hat er gelehrt und gelebt. Und der hatte ja ein großes Zentrum in Südfrankreich. Der hatte gesagt, vor etwa 80, 90 Jahren, dass die Welt, wenn die Welt die Wahrheit über den Mond erkennen wird, wird sie den Schlüssel haben zu allem. Aber jetzt ist sie noch nicht so weit. Das war vor 80 Jahren. Es wird noch etwa 80 Jahre gehen. Und das wurde im Grunde auch durch die Blume von Rudolf Steiner so gesagt und von ganz vielen alten Weisheitslehrern. Und als ich das dann erkannte, und das habe ich ja erst alles danach erfahren, dass das so gesagt wurde, merkte ich, oder weiß ich, es ist hundertprozentig sicher, es ist so. Der Mond ist der Schlüssel zu vollkommener Gesundheit, aber damit auch zu allem. Er ist der Schlüssel zur Körperlichkeit. Warum? Das versteht man, wenn man wirklich das Leben, den Menschen, alles aus dieser wirklich ganz ganzheitlichen Perspektive. Und da sage ich wirklich wahrhaft ganzheitlich, weil wir beginnen beim Geist. Und da sind wir auch schon bei dem Unterschied zwischen diesem Mondkalender und allen anderen. Der entscheidende Unterschied ist nicht, dass wir hier sagen, es geht ums Heilen, weil in Wahrheit geht es um alles, sondern dass die anderen Mondkalender die begrenzte Sichtweise zeigen, nämlich sie sagen, und wir sprechen hier niemals von falsch und richtig, will ich ausdrücklich sagen, sondern von der begrenzten und der vollkommenen Sichtweise. Die anderen Mondkalender sagen, der Mond wirkt auf dich. Ja, ich hingegen mit diesen Mondkalendern, das steht auch gleich am Anfang wirklich in ganz einfachen Worten erklärt, zeige, dass die Wahrheit ist, dass du, Geist, Seele, dich durch die vom Mond vorgegebenen 12 aktivierten kosmischen Schwingungen verkörperst. Was ist der ein Unterschied? Das kann man wunderbar vergleichen mit der Natur. Ich habe das gestern oder vor einigen Tagen saß ich im Wald und habe mich geströmt. Das heißt also wirklich Mondströmen, wie vielleicht auch erstmal klären, das wissen ja auch noch nicht alle, weil wir hier diese Ströme, diese Energieströme, durch die die Seele sich verkörpert, aktivieren. Ja, im Einklang mit dem Kosmos. Und der Mond regiert den Kosmos. Es ist noch nicht mehr der Mond per se, sondern es ist der Mond als kosmisches Prinzip, als Schöpfungsprinzip, der uns diese kosmischen Schwingungen vorgibt. Also es ist gar nicht eine Mondschwingung, sondern es sind in Wahrheit 12 kosmische Schwingungen, die durch den Mond aktiviert werden. Ja, und ich saß also im Wald und hatte meditiert, hatte mich geströmt. Es ist ja immer gleichzeitig eine Meditation, weil wie ich auch hier immer wieder sage, es geht nie da nur darum, den Tagesfinger zu umfassen. Zum Beispiel heute ist es der Ringfinger. Es ist so einfach, ja. Also ich erzähle jetzt hier ziemlich viel, aber das eigentliche Tun ist kinderleicht. Und es gibt tatsächlich ganz viele Kinder, die diesen Mondkalender begeistert anwenden, sogar in Kindergarten, die morgens ihre Kindergartenrunde so beginnen. Weil es geht tatsächlich schlussendlich darum, wo steht der Mond heute? Heute zum Beispiel im Widder, das ist die Energetisierungsfarbe Weiß, deswegen habe ich mich weiß auch angezogen, das muss man nicht, aber es unterstützt einfach. Heute wirke ich durch diese Schwingung, das ist heute die Lungenenergie. Das bedeutet natürlich auch, dass Menschen, die dann nicht im Einklang sind mit dieser Schwingung, zum Beispiel heute
mehr Lungenbeschwerden haben können oder der Husten stärker sein kann oder die Stimme vielleicht nicht so gut ist, ja? Und der Finger, durch den wir diese Lungenkraft aktivieren, ist der Ringfinger und den umfassen wir dann ganz einfach. Aber es ist nicht nur ein mechanisches Umfassen, sondern gleichzeitig gehen wir wirklich mit dieser Liebe in dieses Organ hinein, die Lungen, und danken den Lungen, weil die Lungen, so wie jedes andere dieser 12 Organe, sind ja ein Aspekt der Seele. Und Aspekt bedeutet Ansichtsfenster, sprich, ich zeige das gleich noch auf den Abbildungen, durch diese Fenster verwirklichen wir, du Seele, dich in und durch die Körperlichkeit. Darum geht es, um dieses wirklich Denken aus dem Geist, anstatt aus der Körperlichkeit. Weil wenn man aus der Körperlichkeit sieht, wenn man sich das hier gerade mal ansieht, das ist praktisch der Zodiac, ja? Dieses gelb-goldene Licht oder anders dargestellt hier, das gelb-goldene Licht hier, das ist über dem Zodiac, sprich, das ist die Geistebene, das ist die Ebene, die du, sie, jeder immer ist, war und sein wird. Die ewige Ebene über der Zeit und Körperlichkeit, weil Zeit und Körperlichkeit beginnt erst hier. Und diese Ebene kann auch niemals krank werden, die ist vollkommene Gesundheit. Dann geht Mensch sozusagen in die Körperlichkeit durch diesen Fluss dieser 12 Organe, Organströme, und das sind diese 12 Schwingungen, die wir ganz einfach aktivieren und harmonisieren durch das Umfassen des Tagesfingers, den ich vorgebe hier in dem Mondkalender. Also ich gebe hier die Finger vor, die diesen 6 farbigen Ebenen entsprechen, denn das sind die sogenannten Tiefen. Das sind die Seinsebenen, die 6 Seinsebenen, eben diese 6 farbigen Felder hier auf dem Zodiac, durch die der Geist sozusagen Körper wird, ja. Und dann gibt es auf jeder dieser Ebene zwei Türkreiszeichen. Tür kommt im Übrigen auch von dem altgermanischen Wort Tür, denn die alten Germanen wussten, das sind Türe, das sind Tore, damit Geist Körper werden kann. Die Himmel und Erde verbindenden Tore. Himmel ist Geist, Erde ist Körper. Und durch diese Tore ziehen wir sozusagen das Licht in die Körperlichkeit. Das wissen auch die alten Inder in Sanskrit und überall in diesen alten Weisheitsbüchern, überall einfach anders dargestellt, wird das Licht sozusagen hinuntergezogen durch Flüsse. Die 12 Apostel, Apostel bedeutet übersetzt Sendbote, sind diese 12 Organe. Und genau das sind die Organe. Sie sind sozusagen die Schöpfungswerkzeuge. Organ bedeutet da tatsächlich übersetzt aus dem Altlateinischen Schöpfungswerkzeug der Seele, um dieses Licht hier in die Körperlichkeit zu manifestieren. Und wenn wir diese Sichtweise anwenden aus dem Geist, ich bin Geist, dann erkennen wir, ich bin das ja selbst. Ich bin selbst ein Funke Gottes, der in jedem Moment die Möglichkeit hat, aus dem All alles neu zu schaffen. Und das bedeutet auf übersetzt, alles ist in jedem Moment vollkommen heilbar. Es gibt nichts, was nicht heilbar ist. Es gibt so etwas wie unheilbar nicht. Ja. Und das ist einfach ein ganz neues Weltbild. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal auf diesen, ich habe es vorhin, immer komme ich wieder zu was anderem, angesprochen, diese Sichtweise. Das kann man vergleichen mit der Natur. Ich hatte da einen Käfer beobachtet, der da so ein kleiner Marienkäfer im Gras da so rumgelaufen ist. Und dann habe ich mir einfach mal vorgestellt, das ist einfach wirklich eine super Übung, kann jeder mal machen, oder eine Ameise. Sei du mal diese Ameise, sei ich bin jetzt mal dieser Käfer. Diese Sichtweise, dann sind die Gräser, die sind die ganze Welt für ihn, ja? Und das ist für ihn wahr. Und das ist ja auch nicht falsch, das ist seine Sichtweise. Aber dann auf der anderen Seite ein Fisch oder ein Elefant, der hat seine Sichtweise. Und all das ist aus der Sichtweise dieser Kreatur richtig, in Anführungsstrichen. Aber es ist nicht die Wahrheit. Denn die Wahrheit ist weit darüber hinaus. Die Wahrheit, und das ist dasselbe Prinzip mit der menschlichen Sichtweise und dem Geist. Der Geist blickt von oben nach unten und hat die gesamte Wirklichkeit. Also Wirklichkeit ist ja immer die Wirkung der Wahrheit. Das wurde mir alles gegeben nach meiner Nahtodeserfahrung. Wir haben eine Wahrheit, das ist ganz wichtig. Eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, die verwirklicht sich. Das Wort Wirklichkeit kommt aus dem altgermanischen Wort Wirkung. Sprich, es ist eine Wirkung, die wir kreieren aus der Wahrheit, und zwar durch diese 12
Türhalskräfte. Deswegen das altgermanische Wort Tür mit Y. Das ist nicht vom animalischen Wort Tier, sondern Tür von Y. Durch diese 12 Tore, die wir öffnen, das sind diese Tore auf dem Lebensstrom. Das beschreibe ich auch in dem Mondkalender. Die öffnen wir durch diesen Einklang mit den vom Mond aktivierten kosmischen Schwingungen. Und das bedeutet auf gut Deutsch, dass wir, wenn wir im Einklang sind, die Quelle selbst sind. Sprich, wir sind tatsächlich auch im Bewusstsein über Zeit und Körperlichkeit und haben in jedem Moment die Möglichkeit, alles vollkommen neu zu erschaffen. Und das kann man einfach immer mal wieder, wir werden immer wieder runtergezogen, die Seele. Also mir wurde dann klar, dass die Seele ist immer in jedem Moment, ist sie beides. Sie ist der lichtvolle Teil und sie ist der sich mit und durch die Körperlichkeit identifizierende Teil. Das ist das Ego und das ist das, was wir als das Teuflische bezeichnen, weil es sich ja sozusagen selbst täuscht. Es täuscht das hohe Selbst. Und der Mensch kann nie sagen, ich habe es jetzt geschafft. Wir sind immer wieder, solange wir Mensch sind, sind wir sozusagen zwischen diesen beiden Ebenen. Und darum geht es beim Mondström, dass wenn wir den Tagesfinger umfassen, in dieser vollkommenen Liebe in das Organ gehen, also heute der Ringfinger und die Lungen, den Lungen danken, dann öffnen wir dieses Tor. Das ist also heute hier das Widder-Tor am zweiten Lendenwirbel. Und dadurch sind wir im Einklang mit dem kosmischen Tor und sind dieses Licht. Und dann sind wir wirklich in diesem Moment, wenn wir das machen, und das ist dann für den ganzen Tag aber, wirklich diese Quelle selbst. Und aus dieser Quelle transformiert sich dann auch alles, weil die Realität wird ja aus der Wahrheit erschaffen. Sprich, wenn wir versuchen, die Realität zu verändern, zum Beispiel durch intellektuelles Denken, durch krampfhaftes, wie soll ich das jetzt machen, überlegen, dann bleiben wir immer in dieser Ebene. Und das ist wie mit dem Auto, dann kann man zwar flicken und so weiter, aber es wird trotzdem nie ganz gut. Während wenn wir diese Ebene einfach ganz loslassen und loslassen durch Liebe zu dem Organ, weil so öffnen wir das Tor, dann geben wir uns selbst die Möglichkeit, dass aus der Quelle heraus alles ganz neu erschaffen wird. Und da werden dann solche Dinge möglich, die aus realistischer Sicht, aus irdischer, wissenschaftlicher Sicht unmöglich sind. Und das ist tatsächlich das, was die Zukunft sein wird für den Menschen, diese Umkehr der Sichtweise. Und da ist tatsächlich dieser kleine, feine, auf den ersten Blick so unbedeutende Mondkalender hier tatsächlich das Hauptwerkzeug für jeden selbst, weil man kann diesen Weg der Liebe nicht überspringen. Es ist kein intellektueller Weg. Man kann es nicht lernen in der Uni. Niemals. Es ist der tägliche Weg der Liebe, der in Wahrheit der Weg der Seele ist. Und der Mond ist für die Seele das, was die Seele für den Menschen ist. Das bedeutet, ohne Mond geht es nicht. Denn der Mond regiert diese gesamte Ebene hier. Sprich, diese gesamte kosmische Ebene hier. Kosmos bedeutet ja Ordnung. Das bedeutet, diese Ebene, in der diese 12 Schöpfungskräfte wirken, geht hervor aus dem Universum. Universum bedeutet in eins gekehrt. Das ist darüber. Ab hier ist diese Ordnung und das ist praktisch das Ewige. Und der Mond regiert das. Die Sonne, die ist der Ebene darüber zugeordnet. Sprich, wir haben diese Dreieinheit von Sonne, Mond, Erde und der Mond ist dazwischen und vermittelt zwischen Sonne und Erde, so wie die Seele vermittelt zwischen Geist und Körper. Und darum geht es. Und die anderen Mondkalender, die verkaufen sozusagen, entschuldigen Sie, dass ich das so sage, die helfen natürlich schon, weil es war auch eine super Einführung. Es ist ja alles so in der Welt, dass es eine Einführung benötigt und dann kommt das Wahre. Es hat erstmal das Verständnis, dass überhaupt der Mond, dass es überhaupt eine Bedeutung hat, in den Menschen geweckt. Und das ist ja ganz wichtig. Und da ist ja überhaupt nichts falsch dran und sie zeigen ja auch nichts Falsches. Aber sie zeigen praktisch diese begrenzte Sichtweise und verkaufen in gewisser Weise den Menschen auch für begrenzt, weil der Mensch ist so viel mehr. Er braucht nicht gesagt kriegen, wasch heute deine Haare. Es geht darum, dass er selbst erkennt, ich bin Geist und ich erkenne, warum mache ich das heute? Und wenn wir diese 12 Kräfte erkennen, und ich beschreibe die auch im Mondkalender, ich habe da auch eine wunderschöne Tabelle drin zum Beispiel. Ich zeige auch gleich, was der Mondkalender noch eben neben dem Fingerhalten zeigt. Diese Tabelle hier, da beschreibe ich die einzelnen Kräfte, da zeige ich zum Beispiel auch, warum man selbst sich das selbstbeste zum Beispiel Datum für den Umzug selbst ermitteln kann. Ja, ich mache das zum Beispiel immer. Als ich umgezogen bin in England,
wo ich den Schöpfungscode geschrieben habe, habe ich genau darauf geachtet, dass ich bei zunehmendem Mond, das ist alles hier drin beschrieben, zunehmendem Mond umziehe in einem Zeichen, was dem entspricht, was ich dort verwirklichen will. Sprich, Mondstand im Schütze, weil der Schütze ist der Schöpfungsvogel. Dann war natürlich die Mondbasiskraft, der letzte Neumond in der Jungfrau, das Arbeiten, natürlich die Struktur, das brauchte ich für das Buch. Genau, und genau das habe ich dann dort verwirklicht. Zunehmen bedeutet ja immer in die Fülle gehen. Ja? Und dort habe ich den Schöpfungscode rausgebracht. Und dort entstand alles. Insofern macht das die Welt aus, weil alles hängt da, oder zum Beispiel, ich vergleiche ja dann auch die, ich mache nicht nur Mond, es ist ja schlussendlich, geht alles um Schwingungen, ja auch die Seelenzahlen. Da kann man zum Beispiel auch nachschauen, mein letzter Geburtstag, wo stand der Mond da? Das gibt praktisch, das zeigt ja auch, kann man wunderbar nachschlagen hier, da ist ja der Kalender einfach perfekt dafür. Letzter Mondstand, wo stand der Mond da? Das gibt praktisch das Thema vor für dein aktuelles Lebensjahr. Und wenn man das dann noch mit den Seelenzahlen ansieht, das ist ein anderes Buch von mir, dann kann man auch noch genau das Thema, aber das geht darüber hinaus. Aber ich will damit nur sagen, alles geht ja durch diese Mondschwingung hervor. Und somit, wenn man diese 12 Kräfte, also die Mondschwingung, da meine ich immer diese 12 kosmischen Kräfte, wenn man das versteht und mal verinnerlicht, und da kommt man hin, wenn man täglich einfach in Liebe sich bewusst ist, heute steht der Mond da und da, das ist das und das Organ, weil dann spürt man schon, wie fühle ich mich heute, an welchen Tagen fühle ich mich schlechter. Und dann merkt man zum Beispiel auch, dann kommen zum Beispiel gewisse Gedanken auf an gewissen Tagen im Monat. Und dann, wenn man dann auf den Stern schaut, den ich im Mondkalender auch vorgebe, das ist auch nur in diesem Mondkalender hier, da gebe ich die Blankoformulare auf Seite 41 hier zum Ausdrucken für diesen Mond, für diesen Stern vor und auch für die Organe zu bezeichnen. Also da sieht man schon, jetzt sind wir natürlich im weißen Bereich, das sieht man nicht gut, ja. Wir sind jetzt hier im Widder. Das ist also mit jedem Tierkreiszeichen kommt eine neue Sehne dazu. Wir beginnen immer beim Schützen, weil der Schütze, der ist ja, hier sieht man es besser drauf, der Schütze, der ist ja der Impulsgeber. Sieht man das hier, das Symbol vom Schützen? Hier beginnt es. Der Schütze, der ist der Symbolgeber. Und das wurde eben auch nie verstanden. Die Menschen haben immer gedacht, es beginnt mit dem Widder. Aber das ist auch nur die halbe Sichtweise, weil der Widder ist da tatsächlich der Beginn, da sind wir heute, für den physischen Lebensatem. Das ist das zweite Feuerelement. Also der Schütze beginnt am Nabel. Ja, der Schütze, das ist hier der Beginn. Da beginnen wir also das Mitzeichen und da beginnt ein neuer Zyklus. Das ist praktisch der Pfeil, wo die Seele sich beginnt zu individualisieren aus dem Geist. Also aus dem Geist, Seele ist ja die Individualisierung, Seele entspricht praktisch Christus, Lebensstrom, und sie verwirklicht sich dann durch diese 12 Organströme, 12 Apostel. Und der Schütze, der ist praktisch gar noch ganz geistig. Und auch der Steinbock, da sind wir hier noch hier im Stern drin. Wo sieht man? Hier im Stern drin. Und der Wassermann und die Fische, da kommt dann diese Bewegung rein. Das ist das dritte und das vierte Tor. Da sieht man dann auch die Tore, kann man sehen. Das ist im Übrigen alles Wissen, was es nirgends sonst gibt. Das hat niemals jemand erkannt. Auch wenn ich es ja nicht erfunden habe, weil in Wahrheit war es ja immer da, in der Bibel und in alten Weisheitsbüchern, aber es wurde nie auf den Körper übersetzt. Und dann beginnt der physische Lebensatem hier mit dem Widder. Und das wird einem einfach so wunderbar bewusst auf das Leben übertragen, wenn man das auch mitzeichnet und dann immer in Liebe diesen Finger hält, weil dann merkt man, ja tatsächlich, wenn ich zum Beispiel im Skorpion bin, dann kommt alles ins Fließen. Das ist das letzte Wasserelement, bevor es wieder in den Stern reingeht. Auch im Leben, ja, da brechen zum Beispiel auch Beziehungen auseinander und so weiter. Ja, das Ganze kann man natürlich auch aufs ganze Leben bezogen sehen, denn auch in unserem Leben durchwandern, auf das ganze Leben bezogen, durchlaufen wir diese 12 Kräfte. Je nachdem, in was für einem Alter wir sind. Ich bin zum Beispiel jetzt ein Skorpion, ja. Ja, das merkt man. Das sind die Schicksalsjahre, ja. Schicksal bedeutet das, was Sal, altgermanisch für Seele, sich selbst schickt. Ja, also das ist auch etwas, was mir eben dann nach dieser Nahtodeserfahrung gegeben wurde, dass die deutsche Sprache im Grunde all diese Dinge wunderbar zeigt, den Schöpfungsquell enthält. Diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit hat man nur in der deutschen Sprache. Ja.
Im Englischen ist es ja Reality, haben wir ja auch Realität. Das kommt tatsächlich von der Muttergöttin Rhea im Lateinischen. Und diese Muttergöttin Rhea heißt übersetzt Lebensstrom. Und das ist dieser Hauptstrom, dieser Hauptenergiestrom, der praktisch die Seele ist. Das ist der wichtigste Energiestrom. Und diesen entfalten wir praktisch. Das ist praktisch unsere Blaupause durch diese 12 Schöpfungskräfte, ja, durch diese 12 Apostel. Und wenn wir das dann täglich machen, und das ist wirklich meine Bitte, wenn man das macht, macht es täglich. Wenn es nur 3 Minuten sind, ich habe heute Morgen im Bett zum Beispiel jetzt noch so lange, und ich wollte gar nicht aufstehen, den Tagesfinger gehalten, also wirklich umfasst, also halten ist nicht so ein gutes Wort, umfassen, ja. Weil halten ist ja immer, es geht ja hier um Strömen. Es geht wirklich darum, dass wir ja durch dieses umfassen. Und den Ringfinger, der repräsentiert eben diese Seinsebene hier, aus der eben diese Widder- und Stierkraft hervorgeht. Und mit jedem Finger aktivieren wir 14.400 Körperfunktionen, das muss man auch noch dazu sagen. 14.400 Körperfunktionen, ja. Und es kann lebensrettend sein. Also ich habe wirklich schon gesehen, Menschen, die einen Herzinfarkt hatten, den kleinen Finger halten. Und ich hatte in den USA, hatte ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, auch da im Rahmen dieser Massageschule. Und der Arzt, der sagte dann, ja, wenn man natürlich jemand hat mit Herzinfarkt, dann macht man natürlich CPR und so weiter. Und dann sagt er, und dann gibt es noch etwas, wenn gar nichts wirkt. Und ich wusste genau, was dann kommt. Und da war es der kleine Finger. Da hat er gesagt, da kann man auch reinbeißen in den kleinen Fingernagel. Und dann kommt der Mensch wieder zu Leben. Und dann sagte ich zu ihm, wissen Sie auch, warum Sie das sagen? Und dann hat er gesagt, nö, aber es wirkt. Und habe es ihm erstmal erklärt, warum. Der kleine Finger ist der Herzfinger. Hier wandelt sich der Dünndarmstrom zum Herzstrom. Und all dieses Wissen, das Schöne ist es, wenn die Leute jetzt dann sagen, das ist so viel Wissen, oh Gott, man braucht es überhaupt nicht zu wissen. Es genügt, schau nach, wo ist, hier ist auch eine wunderbare Abbildung mit den Organen, also wenn ihr den Stern mitzeichnet, braucht, ist ja auch alles vorgegeben, jeden Tag, die Entfaltung ist alles vorgegeben und die Tagesfarben, hier sieht man gelb zum Beispiel, ist ganz wirklich kinderleicht vorgegeben. Fingerchen angemalt, zum Beispiel Daumen, ist in Gelb angemalt, steht da das Organ, Magen, heute liebe ich meinen Magen. Danke, meine Magen, denn ich drücke mich ja heute durch diese Kraft aus und durch diesen Dank öffnet sich der Magen. Und das weiß jedes Kind. Wenn ihm gesagt wird, ich liebe dich, ich danke dir, dann geht es förmlich auf. Und die Menschen, wenn man sich das mal vorstellt, die leben und denken niemals an ihre Organe. Bis die Organe aufmucken und dann gehen sie zum Arzt und der soll alles in Ordnung machen, pumpt ihnen Medikamente rein, die die anderen Organe wieder krank machen. Und diese Spirale möchte der Mondkalender wirklich unterbrechen und möchte hier was ganz Neues schaffen, den Menschen zeigen, ich bin selbst das Licht und habe in jedem Moment die Möglichkeit, mich aus diesem Licht vollkommen neu zu erschaffen. Und es braucht tatsächlich, und das ist kein blödsinniger Werbeslogan, es ist so, nur einen Finger pro Tag bewusst und in Liebe zum Organ umfasst. So Das sind ist doch das. schöne abschließende Worte. Ja, herzlichen Dank.